Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich das Paper Skepticism About Weakness of Will von Gary Watson kurz erläutern und ja, damit halt der Hörer dieses Videos und der Zuschauer eine Ahnung haben, worum es da eigentlich geht. Also, ich finde den Titel des Aufsatzes ein bisschen verwirrend, weil es geht eigentlich nicht Watson wirklich um einen Skeptizismus, denn im Grunde genommen bejaht Watson die Möglichkeit der Willensschwäche. Aber vielmehr geht es in seinem Aufsatz darum, eine alte Position zu widerlegen, nach der es eben keine Willensschwäche geben kann, die in ja, modernerer Zeit wieder aufgegriffen worden ist von Donald Davidson und auch einigen Überlegungen über ja, die gewöhnliche Darstellung, wie Willensschwäche zu verstehen ist. Und sein Aufsatz ist im Grunde genommen drei Teilen aufgebaut. Also der erste Teil, würde ich sagen, beschäftigt sich mit Donald Davidson Auffassung, die eigentlich identisch ist mit der von Sokrates, so wie ich es verstanden habe. Ich schreibe einfach Donald für kurze. Dann beschäftigt er sich mit der gewöhnlichen Darstellung, sage ich jetzt mal, der Willensschwäche. Und zuletzt stellt er seine eigene Position dar. So. Okay, kommen wir zu Donald Davidsons Darstellung, warum es keine Willensfreiheit geben kann. Und Donald Davidson, Überlegung ist halt ein bisschen formal formuliert. Also wir haben zuerst mal das Prinzip, dass wir dann von einer Willensschwäche sprechen, wenn ein Akteur beispielsweise eine Handlung X tut, aber weiß, dass es eine Handlung Y gibt, die besser ist, sagen wir so, und trotzdem X tut. Dann haben wir natürlich einen Fall von Willensschwäche, so üblicherweise. Also wir sagen, wenn ich zum Beispiel, ich weiß eigentlich, dass ich zu Bett gehen sollte, damit ich morgen meine Prüfung besser bestehen kann und eben nicht jetzt gerade weiter auf der Party feiern sollte, denn das könnte mir eben Kater bringen und eben meine Konzentration für morgen schwächen. So ist das ein Fall von Willensschwäche. Nun, nach Donald Davidson kann es keine Willensschwäche geben, weil folgende zwei Prinzipien gültig sind. Also die erste Annahme ist, dass wenn wir eine Auswahl von verschiedenen Handlungen haben, wir diejenige Handlung auswählen, bei der wir die größte Motivation zu haben. Das ist, finde ich, relativ plausibel. Also ich sage das jetzt mal hier einfach Motivationsthese. So. Und dann haben wir P2 und diese Annahme ist schon deutlich fragwürdiger. Die besagt, dass wir motiviert sind zu der Handlung, die wir auch als die beste Alternative von allen anderen Alternativen bewerten. Das heißt, wenn von einer Auswahl von Handlungsmöglichkeiten, sagen wir mal einfach jetzt X und Y, und ich wüsste, dass halt X besser ist, dann bin ich automatisch motiviert, auch X zu tun.
Und weil dem so ist, kann es einfach nicht sein, dass Willensschwäche entsteht. Weil, wenn ich ja weiß, dass zum Beispiel X besser ist, dann ist es unmöglich, dass ich von Y, von der schlechteren Alternative, motiviert werde. Demnach muss ich wegen X motiviert sein. Das ist Donald Davidsons Account oder These. Account ist Englisch. Und nun meint Gary Watson, dass dieser Ansatz eigentlich unplausibel ist, da es durchaus plausibel ist, dass wir nicht immer quasi von dem motiviert werden, was wir als das erachten, was ja die beste Handlung ist für ein gegebenes Ziel. Und im Grunde genommen ist das eine ganz einfache Überlegung. Wir haben natürlich einfach manchmal verschiedene Bedürfnisse, die uns in uns aufkommen. Wir haben zum Beispiel einfach manchmal Durst oder wir haben jetzt Lust, uns zu bespaßen, wie in dem Fall auf der Party. Und die drängen in uns auf, bei denen wir aber ganz genau wissen, dass sie nicht rational sind, aber die uns trotzdem motivieren. Das heißt, im Grunde genommen müssen wir damit rechnen, dass nicht alle unsere Motivationen rational begründet sind. Und weil dem so ist, kann es natürlich auch sein, dass wir durch Dinge motiviert werden, die eben nicht rational sind und die mit unseren rationalen Zielen in Konflikt stehen. Und deswegen scheint es erstmal offensichtlich, dass es sowas wie eine Willensschwäche geben kann. Wenn Willensschwäche jetzt so nach meiner Fassung ein bisschen dargestellt ist, wenn man sozusagen nicht nach seinen rationalen Bedürfnissen handelt, sondern sozusagen seinen irrationalen Bedürfnissen unterliegt. Und im Grunde genommen können wir jetzt auch schon zu dem zweiten Ansatz uns zukehren, der eigentlich darauf aufbaut, also auf dieser Erkenntnis, dass wir verschiedene Bedürfnisse haben, vielleicht auch manchmal welche, die irrational sind und welche, die rational sind. Und wenn wir wissen, dass eine eigentlich rational ist und uns aber trotzdem einem irrationalen Bedürfnis hingeben lassen und so quasi uns selbst widersprechen in unseren Zielen. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so ganz goldig erklärt, aber ich hoffe, man weiß, was ich meine. So, wieso kann nach Garen Watson nun diese zweite Annahme, dass sozusagen Willensschwäche dadurch entsteht, dass der Akteur einfach nicht seine Bedürfnisse kontrollieren konnte? Also, das heißt, wenn ich zum Beispiel eben das Bedürfnis habe, auf der Party weiter zu feiern, dann ist es nach dem gewöhnlichen oder nach der gewöhnlichen Auffassung, die Willensschwäche so zu erklären, dass ich mich einfach dem Bedürfnis des Weiterfeierns hingebe, obwohl ich genau weiß, dass es besser wäre, wenn ich schlafen gehe und dass ich eigentlich davon motiviert sein sollte. Der Fall ist folgendermaßen. Also wir haben jetzt den Fall, wo ein Akteur davon motiviert ist, von dem er weiß, dass es eigentlich die beste Alternative ist, den Fall, wo er nicht durch die beste Alternative motiviert wird. Und dann haben wir auch noch einen Fall, wo der Akteur sozusagen gar nicht anders kann, als auf sein Bedürfnis zu reagieren. Also wenn wir zum Beispiel ja, pathologische Gefühle in uns aufdrängen und wir können sozusagen unmöglich diesen widerstehen, dann
ist das halt ein besonderer Fall, weil wir bei der Willensschwäche davon ausgehen, dass der Akteur durchaus das Vermögen hat, irgendwie seinem Bedürfnis zu widerstehen, dass er irgendwie was kontrollieren kann, was er möchte. Und wenn wir jetzt diese zwei verschiedenen Bedürfnisse unterscheiden, also einmal die Willensschwäche und einmal diesen pathologischen Gefühlsdrang, also bei dem wir unmöglich quasi uns wehren können, dann fragt sich ja, wie können wir das konkret unterscheiden? Also es gibt vielleicht die intuitive Annahme, dass bei diesem Gefühlsdrang das Gefühl so stark ist, dass wir ja, dass der Akteur dafür nicht verantwortlich ist, weil er es nicht sich dagegen wehren konnte. Und dass bei der Willensschwäche aber der Fall ist, dass ja, dass er eigentlich das Gefühl nicht so stark war, dass es quasi, dass es für den Akteur unmöglich gewesen ist, sich gegen dieses Gefühl zu wehren. Denn im Grunde genommen ist es ja letztendlich so, dass die Motivation obsiegt, die zur Handlung führt. Das heißt, bei beiden beobachten wir, dass der Akteur von seinem Gefühl übermannt wird und keine Kontrolle hat. Also wir können eigentlich im Resultat unmöglich sehen, welcher Akteur sozusagen nun ein Fall von Willensschwäche ist und welcher Akteur nicht ein Fall von Willensschwäche ist. Das ist sozusagen der gewöhnliche Ansatz. Und dann haben wir noch eben Gary Watsons eigenen Account, der eigentlich gar nicht so krass von dem gewöhnlichen Ansatz verschieden ist, sondern eigentlich auf ihn aufbaut. Also Watson erklärt die Willensschwäche so, dass normale Akteure normalerweise ein Vermögen haben, diverse Bedürfnisse zu kontrollieren. Ja, haben Vermögen. Und diese Normalität, dieser Standard erklärt nun den Unterschied zu dem ja, Gefühlsdrang, zu dem pathologischen ja, Gefühlsdrang. Denn ein normaler Mensch kann diverse Gefühle eben unterdrücken. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Person willensschwach ist, dann gehen wir davon aus, dass diese Person normal ist. Also wir gehen davon aus, dass sie die normalen Fähigkeiten hat, dieses Gefühl zu unterdrücken. Dass aber die Person im Konkreten dies im Falle der Willensschwäche nicht gemacht hat. Dass die Person also sozusagen nicht genügend sich bemüht hat, sein Gefühl zu unterdrücken. Dass aber bei dem pathologischen Gefühlsdrang selbst normale Personen nicht imstande sind, solche Gefühle aufzuhalten. Und dass wir in dem Sinne ja auch nicht sagen können, dass es ein Fall von Willensschwäche ist. Ja.